Du Verdammter! War das alles dein Plan? Bei Let's Play Xenogears! Natürlich! Du glaubst doch nicht wirklich, dass sich die Tür für jeden öffnet. Ich habe einfach die Information geleakt und lediglich auf eure Ankunft gewartet. Scheiße! Deswegen habe ich eine Weile lang deinen Gestank nicht bemerkt. Wegen deiner impulsiven Natur wusste ich, dass du kommen würdest. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so weit gehst und das Siegel für mich brichst. Du Sohn einer! Machst einen Idioten aus mir! Meine Soldaten haben bereits dieses Gebiet gesichert. Wenn du das nicht magst, komm her und ich verteile dir eine Abreibung. So ein unsympathischer kleiner Drecksfratz. Ich gucke nochmal wegen meinen Setup. Setup! So, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was ist jetzt los? Im Prinzip der Metroid-Style, zumindest aus den älteren Teilen. Man hat ein Gebiet, geht den Weg hin. Dann ist irgendwas und man muss den Weg zurücklaufen. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Und jetzt ist wieder was Neues, wodurch wir wieder den ganzen Weg zurück dürfen. Inklusive Gegner. Deswegen, ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Es gibt gewisse Story-Sequenzen, die sich hier ereignen. Ich mache hier einfach mal einen auf die Schnelle, will ich es jetzt mal sagen. Ja, ich hätte auch einfach das verteidigen lassen können und Ellie die Sache sozusagen in die Hand nehmen lassen können. Naja, was soll's. Sehen wir noch einmal hier die Scharkan-Scharlatane oder Schergen. Manchmal hasse ich es, dass Ellie so langsam ist im Vergleich. Aber nun gut, das haben die ganzen Ether-Klassen, also Charaktere, die eher auf Ether-Angriffen basieren, mehr oder weniger gemeinsam. Ne, nehmen wir mal das hier, 89%ige Wahrscheinlichkeit mittlerweile, um Full Damage zu veranlassen oder zu verursachen. Und das haut sie aus den Söckchen. Gut. Deswegen werde ich... Ja, ich gehe den Weg einfach offscreen und schneide sozusagen dann die Stellen rein. Ich will zum Elevator, beziehungsweise zum Aufzug. Und schneide dann die Stellen rein, die dann wieder interessant sind. Ich meine, den Weg haben wir ja, oder haben diejenigen, die die gestrige Folge gesehen haben, kennen den ja schon. So, bis dann. Wobei wir hier neue Gegner haben. Ja, zeigen wir die einfach mal. Mal sehen, was haben wir denn noch nicht gesehen? Den hier. Suikei! Faye und Bart haben nach dem letzten Kampf ein Level gekriegt. Finde ich gut. Weil bei Faye freue ich... Hui, da da. Bei Faye freue ich mich sehr darauf, wenn er Level 70 mal erreichen sollte. Ich glaube, der ist noch ein bisschen entfernt. Was ist er jetzt? 63 oder? Nein, ach egal, falsche. Landbreak haben wir schon mal gesehen. Ich habe die falsche Kombination gemacht. Ja, das ist für einen alten Mann wie mich interessant. Das sieht eher aus wie eine Feuerattacke am Anfang. Nein, das ist für einen alten Mann wie mich schwierig, sich zu merken, welche Kombination für was steht. Ah, Aquafrost, das sollten wir noch nicht gesehen haben. Mal sehen, wie sie da rein smitt. Ich meine, es freut mich auch. Oh, prima Ballerina. Interessante Animation. Die habe ich selber, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, ich schneide dann sozusagen das nächste Interessante für euch wieder rein. Oh, 64. Ja, schön, schön, schön. Also für Faye Level. So, ich bin jetzt in dem Gang, der zu der großen Hangarfläche geführt hat, die mich zu Shakan, zum Omnigear gebracht hat. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Und nach dem letzten Kampf werden wir umzingelt. Einer nach dem anderen. Geben diese Typen niemals auf. Sehr eindrucksvoll, Prinz Bartholomew. Aber weiter geht es für dich nicht. Das war's mit der Zentrale. Was kannst du jetzt noch machen? Wie wäre es mit einem ehrenhaften Freitod? Was für ein passender Tod für einen Pfaffen. Bezüglich der Ethos gibt es viel mehr, als das du wissen würdest. Wir sind keine einzelne Einheit. Wir alle haben jeweils eigene Absichten. Wir haben keinen Bedarf, unserer Niederlage zu verkünden, weil die Zentrale weg ist. Ich habe eigene Motive. Und dafür habe ich Awe und Gabler benutzt. Nun gehört der Schatz mir. Ich denke, ihr zieht euch jetzt zurück. Scheiße! Margi! Ihr nach! Ihr versucht, dem Omnigear zu beschützen. Was denkt ihr, was ein kleines Mädchen schon ausrichten kann? Man sagt vom Regen in die Traufe. Idiot! Ich erledige das jetzt ein für alle Mal.
Dieses widerwärtige Mädchen hat mich jetzt zum letzten Mal zu einem Idioten gemacht. Ich werde sie und alle um sie herum in die Tiefen der Hölle schicken. Verdammt! Geh mir verdammt nochmal aus dem Weg! Du bist weit genug gegangen. Huh? Sieg! Was machst du hier? Zitan! Ich habe Mason das Kommando in der Hauptstadt übertragen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht und bin hier zurückgekehrt. Shakan! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Bladerwick wieder uns gehört. Jetzt hast du keinen Ort mehr, an den du zurückkehren könntest. Es ist noch nicht vorbei! Ich habe immer noch Margie! Jetzt wird sie wieder einmal meine Geisel, bis ich diesen Omnigi bekomme. Warte! Moment mal, da tauchen... Er hat es bis an die Zähne bewaffnet mit seinen Soldaten. Da tauchen zwei Leute auf ohne Waffen. Einer mit Augenklappe, einer mit Zopf. Und der haut einfach ab. Mal davon abgesehen, dass er eigentlich den Gang blockiert hat und Margie trotzdem durchlaufen konnte. Ups. Verdammt, das geht nicht auf. Es ist von ihnen verschlossen. Arg, ich habe nur reinen Fatima Jaspis. Immer mit der Ruhe, junger Meister. Sieg, was soll ich machen? Stell dich mit dem intakten Auge ins Licht. Ich nehme die andere Hälfte. Was machst du? Mach es einfach! Also, ich habe ja schon häufiger gedacht, dass die sich eigentlich relativ ähnlich sehen. Sigurd und Bart, oder? Und Sigurds Auge funktioniert scheinbar auch. Ja, es ist offen! Sieg, warum hat dein Auge funktioniert? Uns geht die Zeit aus. Wir müssen sofort zu Margarite. Ich muss aber erstmal speichern. Bis gleich. Für Speichern muss immer Zeit sein. Andererseits müsste Margie jetzt richtig, müsste die Kacke am Dampfen sein. Ich meine, wo kann sie groß hin? Gut, der Hangar ist zwar groß, aber wir haben ja gesehen, dass... Margie! Wo bist du? Dass hier von Gears besetzt ist. Arg, was dauert das so lange? Aber es ist immer noch ein Omnigier. Insekten! Sie ist nur ein Kind. Was kann sie schon tun? Schnell und bekommt, fangt sie ein. Das hört sich nicht gut an. Daddy! Was haben die verdammt nochmal da gemacht? Margie, da drin! Egal, weiter jetzt. Oh, hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig an. Was kann Margie schon gegen einen ganzen Gear ausrichten? Oh, ich habe gerade schon gedacht, die Steuerung ist ziemlich schlecht, aber die Charaktere laufen abwechselnd mal von alleine. Margie, bist du das, die ihn bewegt? Scheiße! Bist du okay? Mein Bein wurde durchschossen. Sieht so aus, als bringe ich dich wieder in Schwierigkeiten. Dummkopf! Warum hast du dich in Gefahr gebracht? Es war nicht viel. Ich dachte, das wäre das Mindeste, was ich für dich tun könnte. Idiot! Dummkopf! Du bist die größte Närrin! Kannst du dich bewegen? Denk hier! Sieh, wie ich meinen Stab, ohne ihn berühren zu können, hier einen schweben lasse! Geringerer Schaden kann repariert werden. Ziel auf das Cockpit. Verdammt! Es ist zu gefährlich, dich hier rauszugehen. Hältst du noch durch? Mach dir keine Sorgen über mich. Verdammt!
Wenn er jetzt drei Stäbe um sich kreisen hätte und man am Ende den richtigen rausfinden müsste, hm? Was zum... Es gibt keinen Steuerknüppel! Wie soll ich das Ding bewegen? Ist okay, junger Meister! Sieg! Weißt du, wie man das Ding bedient? Was meinst du? Es gibt kein Steuerinterface! Was soll ich machen? Ein unverschämter Kleiner! Wie hat er sich bewegt? Ich hab's! Jungspund, du musst denken! Diese Stimme! Zitan! Scheinbar funktioniert hat Omnigear nicht über mechanische Kontrolleingaben, aber über mentale! Denk daran, wie Ellie und der Omnigear in Shaver zusammen funktionierten! Was man nicht gesehen hat! Danke, Spiel! Aber... Magi hat es vielleicht durch die gleiche Möglichkeit bewegt. Jungspund, versuche dir die Bewegungen vorzustellen. Dann sollte er sich auf die Bilder in deinem Kopf reagieren. Nun, da ich es weiß, geht es los! Ein schöner Mantel? Verdammt seist du, Junge! Los geht's! Ja! Und so geschah es, dass sich die Kraft des Omnigears manifestierte, um Shakan den Hals zu versohlen. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen an ihre... an ihre... Wie heißt es? An ihre Ausrüstung, an ihre Gears kommen. Aber, na gut. Wenn Maria schon ihre Gear-Fähigkeiten außerhalb des Gears aktivieren kann und ihnen einen viel zu kleinen Gang heraufbeschwört, will ich das mal nicht weiter in Frage stellen. Halleluja, halten die viel aus. Was soll's, ich greife sie normal an. Wobei ich mal gucken muss, wie ich Ellie überhaupt ausgerüstet habe. Obwohl, holy Jesus, die haben ordentlich Kraft. Und zwar sind Lebenspunkte. Oh gut, so viel besser ist der Omnigear jetzt gerade auch nicht. Das Miese an diesen Viechern ist, sie machen heftigen Siegelschaden. Ihr habt das ja gerade gesehen. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch einen annehmen wollte. Mal sehen, wie viel Schaden der macht. Die Arrows haben knapp 2000... Oh ja, das ist auch ordentlich. So, jetzt machen wir nochmal hier eine schöne Combo. Um dem hier einzuheizen. Aber ich dachte, oh Gott, immer diese Aufstehanimation, wenn sie eigentlich schon tot sind. Gut, Seal Armor, sehr schön. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das die richtigen sind. Auf jeden Fall, im Zuge eines Bosskampfes, der relativ nah bevorsteht, sehr gut die Dinger zu haben. Ich hatte ihn fast. Hey, du entkommst uns nicht! Dieser Punk geht nirgendwo hin! Jungspund, bitte warte! Geht das Magic gut? Yeah! Hey, Margi! Bist du okay? Margi! Margi, wach auf! Margi! Ist Margi tot? Werden wir uns an Shakan rächen können? Erfahren wir das in der nächsten Folge von Let's Play Xenogears. Final Messenger 13 wünscht euch einen guten Start ins Wochenende.